Die Wahrheit über Krypto-Coaches. Heute gibt es wieder mal ein Real Talk-Video. Ich muss das einfach wieder mal loswerden, was hier in dieser Branche alles abläuft. Wie du auch herausfinden kannst, wer wirklich etwas kann und wer nicht. Ich gebe dir hier massive Beispiele mit, die mir einfach wirklich nur... Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich muss das einfach mal rauskotzen hier in diesem Video. Und wenn du auch bis zum Schluss dran bleibst, wir sind an einem Projekt dran, wo wir deine Unterstützung brauchen, dazu aber später mehr. Also, starten wir mal rein, warum ich dieses Video hier machen muss. Es ist, vielleicht geht es dir ähnlich, du bist interessiert bei den Kryptowährungen, Bitcoin und so weiter und da gibt es ja so viele Werbungen in den sozialen Medien, gerade jetzt wieder auf Instagram, auf Facebook und so weiter, wo du all diese E-Papers herunterladen kannst, diese E-Books und weiß ich was alles. Gegen dieses Vorgehen ist überhaupt nichts einzuwenden. Das Ding ist einfach, also ist gängige Praxis und so weiter, das Ding ist einfach, wenn du das analysierst und unser Team hat das gemacht, hat das analysiert und auch wirklich sämtliche E-Books, die man so finden konnte, heruntergeladen, gelesen und so weiter, das ist einfach nur noch Haarsträuben, was die Leute da schreiben und die verkaufen dir dann irgendwelche Kurse für x Tausende Franken, Euros und so weiter, wo du genau weißt, die Leute verstehen genau nichts von diesem Markt. Und wie du das erkennen kannst, das zeige ich dir jetzt. Ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele. Wenn jemand dir sagt oder in diesem E-Paper schreibt, dass Bitcoin das Gold ist und Litecoin ist das Silber, dann ist das einfach sowas von 2017. Das ist so ein Quatsch. Litecoin interessiert heute kein Schwein mehr. Früher war es so, dass viele Entwicklungen zuerst auf Litecoin umgesetzt wurden, sozusagen getestet wurden und dann bei Bitcoin im größeren Stile ausgerollt, so ein bisschen vereinfacht gesagt. Das ist ein Quatsch, das war von 2017 so. Wenn heutzutage dir ein Krypto-Coach dir das noch vermittelt in seinem E-Book und so weiter, dann weißt du genau, die Person versteht gar nicht, wie rasant die Entwicklungen in diesem Markt gehen. Entwicklungen passieren ganz an einem anderen Ort, auch bei Bitcoin, aber sicherlich nicht mehr bei Litecoin als Silber. Also das schon mal vorneweg. Oder wenn sich Coaches damit schmücken, ja, sie haben hier irgendwelche Awards, schon zum dritten Mal in Folge sind sie nominiert worden zu diesem, zu diesem Award. Ich werde fast täglich, nein, aber wöchentlich werde ich angeschrieben von diesen Award-Vergebern, die irgendwas machen, damit du einen Award kriegst. Am Schluss musst du noch dafür bezahlen. Nicht bei jedem, fair enough. Aber wenn sich Leute damit schmücken, dass sie nominiert wurden zu solchen Awards, die vollkommen einfach Publikums-Awards sind, das heißt, der am meisten Reichweite hat, gewinnt diesen Award und nichts mit dem Können zu tun hat, dann ist es eine absolute rote Flagge, dass diese Person sich mit Dingen schmückt, die einfach null Sinn ergeben. Wir zum Beispiel, ich bin seit 2014 in diesem Markt unterwegs, ich habe keinen Award. Das interessiert mich auch nicht. Sondern ich habe extrem viel gelernt, Finger verbrannt, neue Strategien entwickelt. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen und du findest auch auf Trustpilot, auf unserer Webseite, auf YouTube, findest du echte Kundenstimmen, echte Leute, die stehen hin und erzählen ihre Reise, ihre Erfahrung mit uns. Die Leute mit ihren E-Books und so weiter, da findest du genau zero, null Kundenstimmen, die hinstehen und auch wirklich Erfolge vorweisen können. Deshalb ganz, ganz wichtig, schau nach Kundenstimmen. Wenn es keine gibt, dann eine weitere rote Flagge. Oder der Klassiker, wenn dir jemand im E-Book schreibt, eine sichere Plattform ist, wenn sie eine einfache und schöne Benutzeroberfläche hat, dann muss ich einfach sagen, was für ein Nonsens. Ich kann dir sagen, ich habe Software verwendet, die jetzt die hässlichste Oberfläche hat, aber von der Technologie dahinter super, super, also wirklich super, super sicher ist. Gerade auch im Verschlüsselungsbereich, das hat nicht per se mit den Kryptowährungen zu tun. Aber die Idee ist ja mehr, ja, wenn sie einfach benutzbar ist, dann machen die Leute tendenziell weniger Fehler. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass diese Plattform dann per se sicher ist. Das ist einfach so ein Quatsch. Oder wenn die Leute in ihrem E-Book oder ihrem PDF und so weiter Dezentralität erklären im Sinne von, ja, es ist weltweit verfügbar, jeder kann investieren, muss aber nicht. Und das ist die Dezentralität. What the fuck? Was soll das? Das sind einfach so Plattitüden, irgendwelche komisches Geschwurbel, Oberflächen, Zeugs, wo einfach zeigt, dass die Leute nicht verstehen, um was es geht. Und das Problem ist ja, man zieht dann Leute
mit diesem schönen Geschwurbel und so weiter in ihr Ökosystem rein. Die Leute kaufen dann irgendwas und sind dann super unzufrieden damit mit diesen Resultaten. Und genau das ist die Wahrheit. In diesem Markt sind noch so viele schwarze Schafe unterwegs, die teilweise auch in Dubai sitzen, irgendwo auf Bali sind und dir das Blaue vom Himmel versprechen, Finanzberatung machen, sozusagen kauf diesen Coin, kauf das und so weiter und überhaupt keine Verantwortung übernehmen. Wir zum Beispiel, wir sind mittlerweile ein Team von 5 Personen, wir sitzen hier in der Schweiz, wir sind reguliert, wir sitzen nicht zu Hause im Kinderzimmer unter der Dachschräge, das ist auch so eine rote Flagge, wenn jemand in einer Dachschräge sitzt, dann weißt du, du sitzt im Kinderzimmer, nicht im Büro. Nein, wir sind hier, man kann uns auch besuchen kommen, wir gehen auch regelmäßig mit unseren Kunden essen und so weiter. Wir sind reguliert in der Schweiz unter dem Finanzdienstleistungsgesetz. Das bedeutet, wir müssen spezielle Versicherungen haben, Weiterbildungen machen, wir haben eine Ombudsstelle, wo sich unsere Kunden beschweren können, wenn wir was falsch machen. Das ist Kundenschutz. Und diese Verantwortung muss man auch übernehmen, weil es schon genügend schwarze Schafe in diesem Markt gibt. Und ich könnte dir hier noch viel, viel mehr erzählen, aber genau all diese Krypto-Coaches, die hier einfach aufpoppen wie Pilze aus dem Boden, und das wird noch viel, viel heftiger werden, das kann ich dir sagen, wenn die Märkte durch die Decke gehen, dann ist jeder der beste Experte. Und fällt mir gerade ein, es gibt auch Leute, die verkaufen Kurse, das ist wirklich heftig. Ich weiß genau, bei diesen Personen, die hatten ein Lucky Shot. Was bedeutet das? Die haben einfach einen einzigen Meme-Coin oder einen kleinen Token gefunden, dazu mal, haben per Zufall früh da investiert, all in, Augen zu, rot oder schwarz wie im Casino, und der ging durch die Decke und sie haben viel Geld damit verdient. Und jetzt glauben sie zu verstehen, wie dieser Gesamtmarkt funktioniert, wie man Kunden betreuen muss, wie man ein Portfolio strukturiert, welche Strategien auch für welche Zielgruppe, für welche Ziele funktioniert. Das sind einfach so Lucky Shots und die bieten jetzt irgendwas an und die Leute werden da einfach nur über den Tisch gezogen und verarscht. Bei uns melden sich so viele Leute auch, die genau bei solchen Coaches waren, die irgendwie in 10 Minuten 50% Rendite pro Woche, pro Tag oder weiß ich was alles versprechen mit diesen DeFi-Investments und so weiter. Das sind alles schöne Floskeln und so weiter. Aber am Schluss geht es darum, dass man offen, ehrlich und sicher transparent mit den Kunden agiert. Und all diese Dinge, die ich dir gezeigt habe, das sind absolute rote Flaggen. Bei solchen Personen würde ich niemals in ein Coaching gehen. Ja, ich bin auch Coach, ich bin Mentor, wir haben unsere Investment Academy, wir haben auch Werbung, die wir schalten. Und das geht es nicht. Wir verdienen auch unser Geld mit unseren Kursen, vollkommen klar. Aber alles, was drumherum ist, den ganzen Kundensupport, der Schutz und so weiter, das ganze Wissen, Team und so, das ist das, was auch sehr, sehr, sehr wichtig ist und was die wenigsten Leute draußen haben. Ich könnte auch mit meinem Buch da hausieren gehen und sagen, ja, ich habe auch ein Buch geschrieben. Ja, es ist ein Standardwerk geworden über die letzten Jahre im deutschsprachigen Raum. Warum? Weil es einen Mehrwert hat, weil es wirklich Informationen drin hat, was die Leute weiterbringt und nicht irgendwelche Plattitüden und Bullshit-Bingo. Und das muss ich jetzt hier einfach mal loswerden, weil es mich so derart nervt. Und genau aus diesem Grund, und das ist der Punkt, wo wir auch deine Unterstützung brauchen, sind wir dran, auch ein E-Paper jetzt zu designen. Wir gehen auch in diese Richtung. Aber Achtung, wir wollen diesen Markt zersprengen. Wir wollen diese schlecht gemachten PDFs und so weiter, die absolut null Mehrwert liefern, die wollen wir einfach aus dieser Welt schießen. Und dafür brauchen wir auch deine Unterstützung. Schreib uns bitte mal in die Kommentare. Was brauchst du? Welche Fragen hast du? Was bringt dir Mehrwert? Wo sind die offenen Punkte, die du hast, wenn es ums Investieren in die Kryptowährungen geht? Bitte schreib das in die Kommentare. Wir nehmen das alles auf und gliedern das schlussendlich auch in ein wirklich Mehrwert-PDF, was du dann auch for free kriegst. Wir rufen dich nicht an. Du kriegst das wirklich als Mehrwert, denn wir wollen wirklich hier mal diese ganzen Quatsch-PDFs und Fake-Coaches aus dem Markt schießen. Das heißt, kommentier bitte jetzt unterhalb von diesem Video, wir nehmen das auf. Du kannst mir auch gerne auf Instagram schreiben, wenn du da einen größeren Input abgeben möchtest, nicht direkt im Kommentar. Findest du auch den Instagram-Account unterhalb verlinkt. Melde dich bei uns, schreib in die Kommentare und wir werden dir sehr, sehr bald dann ein sehr wertvolles und wirklich mit Inhalten gespicktes PDF liefern.